Digga, bist du eigentlich für oder gegen den IS? Ey, du wirst niemals glauben, was ich gerade über Kleinanzeigen bestellt habe. Portugiesische Puddinghäppchen. Younes? Younes? Jungs, wie ist das eigentlich bei euch mit Frauen und... Überall, da kann immer auch. Nicht mal probiert. Nope. Zum 10. am Bier genippt oder Silvester mal mit dem Säckchen angestoßen oder. Das ist so lecker. Bis zur Ehe. Ohne anfassen. Irgendwie alles anders. Wir uns noch unterhalten. Das gegenseitig zugehört. Ja, Mama, ohne anfassen, bis zur Ehe. Warte, ich zeig's dir mal. Und Pekeli fragte seinen großen Bruder Frederik. Merve. Lasse, komm mal auf den Meter! Die Merve ist da! Hi, du? Ich habe dich in Gender Studies Basismodul 3 gerade gesehen und wir haben gehört, was der Herr Professor Schneider über die Emanzipation der Frau im vorderen, mittleren und hinteren Orient gesagt hat. Und da habe ich mich gefragt, trinkst du das Kopftuch eigentlich freiwillig? Allah! Und wenn dein Bruder uns jetzt hier sieht, wird ich dann verprügelt oder du? Ja, weil so richtig öffentlich vom IS distanzieren macht ihr auch nicht, oder? Aber deinen Mann kannst du nicht selber aussuchen, ne? Sag mal, duschst du damit eigentlich auch? Ja, hier, so Ramadan, so richtig gesund ist das auch nicht, oder? Muss deine Frau später eigentlich auch ein Kopftuch tragen? Ich bin rettungslos nicht verliebt, Maya. Süß, falls das bleibt. Und gehörst du auch zu denjenigen, die sich da wiedererkannt haben und gesagt haben, ja Mann, ich habe auch so eine Story erlebt oder nein Mann, ich habe eine andere erlebt, dann schreib sie doch einfach in die Kommentare und wir schauen, ob wir vielleicht ein neues Video daraus machen können. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann unbedingt ein Abo da lassen.